Ein ganz außergewöhnliches Relikt aus dem frühen Mittelalter ist das Beinkästchen aus Hessigheim im Landkreis Ludwigsburg. Die ornamentalen Beschläge, die heute auf einem modernen Träger montiert sind, wurden 2006 in einem reich ausgestatteten Frauengrab des 7. Jahrhunderts gefunden. Bei dem ursprünglichen Träger handelte es sich wohl um einen Holzkorpus. Das Dach besaß einen eisernen Griff und war mit einem Eisenscharnier am Unterteil befestigt. Durch ein Eisenschloss an der Vorderseite war das Kästchen verschließbar. Jede Seite des Behältnisses ist individuell, jedoch mit einem ähnlichen Formrepertoire ausgestaltet. Alle Flächen werden von Schmuckleisten begrenzt, die Kreise und Halbkreise sowie Kreisaugen aufweisen. In senkrechter Anbringung teilen die Leisten die Seiten in Felder. Diesen sind wiederum Dreiecke, Wolfszahnmuster oder Kreissegmente integriert. Eine Ausnahme bildet das Dach der Rückseite, auf dem die inneren Senkrechtleisten von den Querarmen eines Kreuzes durchstoßen werden. Trotz dieser Sonderform ist die Vorderseite durch ihre reiche Ornamentik deutlich als solche ausgewiesen. Die ehemalige Funktion des Kästchens ist ungewiss. Sowohl das Kreuz als auch die symbolisch zu deutenden Ornamente könnten das Behältnis einem christlichen Kontext zuweisen. Wie für viele Hessigheimer Funde wird für das Kästchen eine Herkunft aus Italien angezeigt.